Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten heute. Mein Name ist Robert Melan von der Firma Revenue Maker. Und ja, Sharing is Caring ist eine unserer Devisen, mit denen wir Sie, Ihr Team, jetzt gut durch die Corona-Krise begleiten möchten mit diesen Inhalten, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Möchten wir Ihnen Inspirationen, Ideen für die Zeit während der Krise, aber auch für die Zeit nach der Krise geben. Und heute möchte ich mich auf die Zeit nach der Krise fokussieren und was für uns, für den Vertrieb, vielleicht daraus für Lehren gezogen werden können. Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir eine Krise oder das Unternehmen eine Krise unerwartet und plötzlich treffen können. Ganze Märkte brechen weg, Kundengruppen brechen weg. Und ich glaube, dieses Szenario einmal im Vertrieb durchzuspielen, kann ein wertvoller Inhalt für die Zeit nach Corona sein. Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die auch ein bisschen verdeutlicht, was ich damit meine. 2015 passiert das schreckliche Unglück der Germanwings, Absturz der Maschine mit 150 Toten. Und ungefähr 2-3 Tage später bin ich auf dem Flug von Köln nach München. Da war es zu der Zeit noch nicht ganz klar, war das ein Unfall, war es ein Softwarefehler, war es Selbstmord. Und ja, ich sitze im Flieger in der Lufthansa-Maschine von Köln nach München und komme mit meinem Nachbarn so ins Gespräch und frage dann meinen Nachbarn, sagen Sie mal, was haben Sie denn jetzt hier für ein Gefühl, in der Lufthansa-Maschine zu sitzen? Und er sagte dann spontan, ja, das dürfen Sie mich nicht fragen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wieso darf ich Sie das nicht fragen? Seine Antwort, ja, ich bin der Pressesprecher der Germanwings. Und so habe ich Matthias Burkhardt kennengelernt. Ich werde jetzt auch hier in dem Video unten Kontaktdaten von Matthias verlinken bei LinkedIn und bei Xing. Können Sie gerne mit ihm auch mal Kontakt aufnehmen zu dem Thema Krisenmanagement. Und ja, wir haben uns dann über das Thema Krise, Krisenkommunikation anhand des Germanwings-Unfalls unterhalten. Und dann, ja, im Gespräch sagte er, ja, wissen Sie, wir von Germanwings oder vom Lufthansa-Konzern, wir können uns nicht vorstellen, dass eine unserer Maschinen vom Himmel fällt. Wir sind der Überzeugung, wir haben die besten Piloten, wir haben die beste Wartung, wir haben die besten Maschinen generell, dass etwas so Schreckliches passiert, wie ein Flugzeugabsturz, das geht hier oben nicht in unseren Kopf rein. Aber nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Und genau das ist das, was ich meine. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass so eine Krise wie die Corona-Krise uns trifft. Dass wir ein Lockdown haben, wo wir zu Hause bleiben und das nicht nur in einer Region irgendwo auf der Welt, in China, in Wuhan oder irgendwo, sondern hier bei uns in Deutschland. Das war für uns nicht vorstellbar. Es ist aber eingetreten. So, und was ist die Lehre daraus für die Zeit nach Corona? Ich glaube, dass wir jetzt sagen können, ja, das wird schon nicht wieder passieren. Die Mathematik spricht gegen so ein Ereignis wie die Corona-Krise. Das mag sein, ja. Aber versuchen Sie doch mal mit Ihrem Team eine Krisensituation durchzuspielen. Die Kollegen von der Airlines im Krisenmanagement sind sogar gesetzlich verpflichtet dazu, einmal im Jahr oder zweimal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, eine Krisenübung durchzuführen. Warum führen wir das nicht im Vertrieb ein? Spielen Sie mit Ihrem Team nach der Krise mal ein Szenario durch. Und mit diesem Szenario
kommen Ihnen vielleicht Ideen für neue Kundengruppen, für neue Ansätze im Vertrieb, für neue Kunden, die Sie akquirieren können. Und anders als jetzt ein Krisenmanager bei einer Airline, müssen Sie nicht warten, bis das Flugzeug vom Himmel fällt. Wenn ich nach Corona Krisensituationen durchspiele, mir kommen Ideen, dann kann ich die ab morgen umsetzen. Ich muss nicht warten, bis die nächste Pandemie oder sonstiges erscheint, sondern ich kann diese Ansätze wirklich schon durchführen. Und es gibt verschiedene Methoden, die Sie in so einen Workshop mit Ihren Mitarbeitern einbringen können. Da gibt es zum Beispiel das Thema Destroy Your Company. Also was tun wir, um unser Unternehmen möglicherweise in die Insolvenz zu treiben? Oder wenn wir Wettbewerber wären, was würden wir tun, um unser Unternehmen in die Insolvenz zu treiben? Aber genauso Ansätze aus dem Design Thinking. Ich glaube, aus Design Thinking muss jetzt in Zukunft Crisis Thinking werden. Ja? Man beschäftigt sich in dem Design Thinking ganz klar mit Problemen der Kunde und wie können wir diese lösen. So, jetzt übertragen Sie das doch mal. Wie können wir? Ja, das ist der Ansatz einer Design Challenge. Aber machen Sie doch mal eine Crisis Challenge. Wie können wir wegbrechende Kundengruppen in einer Krise so auffangen, dass wir unsere Deckungsbeiträge für ein Geschäftsjahr stabilisiert bekommen? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das mit dem Team zu machen. Ich empfehle Ihnen, ich lege es Ihnen wirklich ans Herz, führen Sie dort mal interne Workshops durch. Und selbstverständlich, wenn Sie möchten, unterstützen wir Sie bei diesen Workshops, moderieren diese Workshops, helfen Ihnen also nach der Corona-Krise solche Ideen zu finden. Ich glaube, dass das Thema Be Prepared eines der Hauptthemen für den Vertrieb nach Corona ist. Klar, wir müssen Housekeeping machen, wir müssen wieder aufräumen, wir müssen unsere Umsätze stabilisieren, aber dann ist das Thema, wir müssen uns vorbereiten auf mögliche Themen. Viele Unternehmen, gerade viele Vertriebseinheiten, ist das, was ich gerade aktuell sehe, hat es eiskalt erwischt. Und das darf nicht ein zweites Mal passieren. Es ist für uns wahrscheinlich unvorstellbar, dass eine zweite Pandemie kurzfristig zutage kommt. Aber was tun wir, wenn es tatsächlich passiert? Ist Corona wirklich nach der Corona-Krise von der Welt verschwunden? Wann kommen die nächsten Impfstoffe oder wann kommen die ersten Impfstoffe? Wann sind wir wirklich geschützt? Und gibt es möglicherweise andere Themen, die wir heute nicht auf dem Zettel haben? Also die Botschaft heute aus dem Video, nehmen Sie sich das bitte zu Herzen, nehmen Sie sich das vor, nach der Krise ist vor der Krise, be prepared, spielen Sie Szenarien durch, was kann Ihnen, was kann Ihrem Team im Vertrieb passieren, was könnte ein Worst Case sein und wie bereiten Sie sich darauf vor. Ich sage danke, dass Sie jetzt zugeschaut haben, stehen selbstverständlich sehr gerne bei Fragen zur Verfügung. Wir können auch schon gemeinsam mit Ihnen Workshops für das zweite Halbjahr, vielleicht auch eher für das vierte Quartal vereinbaren. Ich bin nämlich guter Hoffnung, dass wir dann alle wieder ganz normal unserer Tätigkeit nachgehen. Also, herzlichen Dank, bleiben Sie weiterhin gesund und bis bald. Danke.